Ich schneide schon mal eine weiße Zwiebel oder eine Zwiebel insgesamt, denn ich mache jetzt ja die Grundmasse für die Frikadellen. Das heißt, ich fülle die nachher auch, aber ich nehme jetzt erstmal Zwiebel und schneide die Zwiebel klein und nachher schneide ich auch noch Knoblauch. Das Brot einfach so klein schneiden, dann unter die Hackfleischmasse, dadurch hat man natürlich weniger Fleisch, das ist günstiger, das Brot natürlich, und man kann halt einfach auch die Frikadellen damit sehr schön weich machen. Die werden dann fluffig, und schön saftig. Und bleibt konsistent dann genau, ganz gut, genau. Gell? Sollen wir hier mal... So, ich gebe dir da die Brötchen dazu. Ja. So. Du hast in deinem Kühlschrank Milch. Ja, kannst du mir das bitte rausgeben? Die Milch, ja. Frische Vollmilch. Genau. Machst du bitte da drauf so ein bisschen? Wie viel? So, so ungefähr 0,1 Liter, ja? So. So. Noch ein bisschen mehr noch. So. So, ja, noch ein bisschen. Das so. Ist Ja, ist okay so. Sehr gut. So, das lassen wir jetzt so ein bisschen ziehen. Schalt mal aus. Kannst du bitte hier zwei Eier reinschlagen von deinen Eiern drüben für die Masse? Ja, das mache ich. Ja, das ist nämlich jetzt wichtig für die Bindung. Da müssen jetzt für die Frikadellen zwei Eier rein, damit sie nicht zu fluffig sind, denn dann fallen sie vielleicht in der Pfanne auseinander. Das möchte ich ja verhindern. Ich ziehe mir jetzt die Handschuhe an, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass man so eine Masse, die man kräftiger kneten muss, mit den Händen am besten machen kann. Ja? Jetzt zeige ich mal, wie man diese Frikadellen formt. Ja? Das ist ja immer das Problem. Wie mache ich das? Ich mache mal mit Mehl? Nee, ich habe das mal gesehen, dass das mit Mehl irgendwie gemacht wird. Ich mache ganz einfach. Ja. Und zwar, ich habe irgendwo eine Schöpfkelle. Warte mal, eine Schöpfkelle. Ja. Ich nehme eine Schöpfkelle. Du machst mir hier bitte ein bisschen Öl rein. Ja. Ach was, ich ahne es. Öl? Ganz wenig? Das ist ja... Schau her. Jetzt tue ich das ein bisschen aus, ausdrücken hier. Du rein hier die Masse. So, siehst du? Ja, aber dann drücke ich da rein in die Mitte die Mozzarella-Scheibe. Sehr lässig. Dann mache ich da drauf ein Basilikumblatt. Und dann bedecke ich obendrauf, bedecke ich jetzt... Nochmal. Oh, das ist ja ein Frikadelle-Surprise. Ja, Überraschungsfrikadelle, siehst du? Und jetzt gehe ich her. Das habe ich noch nie und gesehen. Einfach die Frikadelle, siehst du, so, ganz langsam da rein. Also, das ist mein Highlight heute. Wirklich? Ja, das habe ich so noch nie gesehen. Ja, siehst du aber mal. Aber kleine Portion ist es jetzt auch nicht. Ja, aber es ist ja, schau. Ich, weißt du, was auch wichtig ist? Man muss ja auch satt werden beim Essen. Ja. Dann habe ich hier vier schöne Frikadellen und die würden natürlich jetzt nicht gar werden hier in der Pfanne. Deswegen habe ich den Ofen 150 Grad, da steht dann auch im Rezept, vorgeheizt. Ich gehe vielleicht ein bisschen höher, dass das schön durchbackt alles. Und dann hat man schon diese Arbeit abgeschlossen. So, einfach rein damit jetzt hier auf so einem Rost und dann backen die Frikadellen runter schön durch. Und man hat einen hervorragenden Geschmack. So. Hat man es richtig gemacht. Ja, genau. Ich tue einfach noch ein bisschen Thymian. Kannst du auch noch rein tun hier? Ja, mach Rost man ihn rein. Dann haben wir noch so ein bisschen Knoblauch, glaube ich, übrig gehabt. Siehst du hier das Fett? Ah, ich habe so Lust, das zu essen. Sehr gut. Für meine Frikadellen.